So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir spielen heute die Arctic Wastes, also die arktischen Wüstenlande. Oder Ödnis. Die Info zu diesem Level, die ist schon sehr motivierend, wenn man weiß, wie sehr ich mich auf Rutschlevel immer freue. Mal grob übersetzt. Viele Blobs wurden verloren, also sind draufgegangen, gestorben, wie auch immer. Während des ersten und einzigen oder letzten Versuchs das Biomech Hauptquartier anzugreifen, welches einfach hinter dieser arktischen Ödnis liegt. Es ist wahrscheinlich, dass einige Blobs noch in diesem Gebiet zurückgelassen sind, noch lebend in diesem Gebiet zurückgeblieben sind. Ja, zurückgeblieben, ne? aber nicht für lange. Dieses Gebiet ist eiskalt und es gibt ebenso einen starken Wind, der das Leben sehr schwer macht. Da er so stark ist, dass er dich durch die Gegend schubsen kann. Rette alle Mias in diesem Gebiet. So, also, es ist nicht nur rutschig und glatt und wahrscheinlich wieder mit Wasser und allem versehen, sondern wir können auch noch von Wind durch die Gegend geschubst werden. Das ist natürlich wieder ein prädestinierter Level dafür, dass ich hier lange frustrierte Abende vor mich herschiebe und deswegen fangen wir gleich an. So, ich muss 12 Mias retten und irgendwas Undefiniertes machen. Arktische Ödnis. 12 Mias. Und wir sehen schon wieder... Na, da war es doch Wasser. Ups. Aber man sieht wenigstens einen Schneefall, ob wir hier jetzt Wind haben oder nicht. Maschinengewehr klingt schon mal besser, wesentlich. Ey, Alter! Ah ja, Lasergun. Na gut, von mir aus. Und wir sehen hier schon den ersten. Die ersten Auswirkungen des Windes. Also, hui, 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 hui. Einmal Schubsi bitte. Ah, da unten gibt's Kirschen. Das ist schön. So. Dann mache ich doch hier mal den Jetpack an und fliegt darüber. Musik finde ich cool. Die gefällt mir ja echt mal spitze hier. Und vor allem auch sehr passend. Bam, bam. Bam, bam, bam. Schade. Oh. Brauche ich aber gerade gar nicht. Maschinengewehr wieder? Stirb! Gut. Keine Laserin. Ah, da gibt's doch Kirsche, Kirsche! Na egal. War wahrscheinlich eh keine. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, ich gehe da weiter den Berg hoch. Das Witzige natürlich daran ist... Okay, hier jetzt nicht. Ah, da werde ich jetzt in die andere Richtung geblasen. Das Witzige ist, dass ich natürlich auch geblasen werde... Ja, durch die Gegend gepustet werde, wenn ich hier in so einem
Dingens stehe. So, da unten bin ich sicher, das ist gut. Da ist wieder Wasser. Das ist nicht so gut. Hier gibt es eine schöne Kirsche, das finde ich schön. Gut, was sagt die Karte? Die Karte sagt, da oben gibt es mehr. Das heißt, ich gehe hier rein und flieg mal darüber und rette diesen hier. So. Gut, da unten gibt's das. Das heißt, ich gehe jetzt. Joey gerettet? Oh, retten wir jetzt heute die Friends. Ich weiß nicht, bei den anderen habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Na komm, komm, komm. Und zack. Rachel, richtig. Heute retten wir die Friends. Also wem es noch nicht aufgefallen ist, die meisten dieser Charaktere, die wir da so retten, sind üblicherweise Charaktere aus irgendwelchen Filmen, Serien oder ähnlichem. Hey. Gut, und heute sind offensichtlich die Friends dran. So, hier sind wir also durch. Gab's da oben noch was? Ne, ich hab gedacht, ich hätte da was Rotes blinken sehen. Ja, heute sind offensichtlich die Friends dran. Was ich schon mal super finde. Friends finde ich eine sehr schöne Serie. Hat mir gut gefallen. Sehr unterhaltsam. So, und ich muss sagen, bisher klappt es doch ganz gut eigentlich. Na, da fliegen wir mal darüber. Also ich hatte etwas mehr Angst vor dieser Karte. Gerade wenn ich so an einen bestimmten Eislevel denke. Allerdings, ich glaube mich erinnern zu können, dass es eine Stelle gab, wo es richtig übelst stürmisch war. Naja, das war jetzt mäßig. Aber ist ja auch egal. So. Da unten gibt es noch einen. Das Witzige ist, auch wenn man, wie man vielleicht sieht, nicht nur in den Schneeflocken, der Wind ändert beständig seine Richtung. Ich weiß nicht, ob das kartenabhängig ist oder... Kirsche, Kirsche. Perfekt. Oh je. Nein, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte die Karte angucken. Da unten ist einer. Das ist jetzt natürlich mit der Windrichtung etwas fatal. Ah, puh. Wollte ich doch gar nicht. Da oben Maschinengewehr. Und da wieder. Sehr schön. So. Ist weg. Das heißt, ich kann da hin und dann kann ich mal gucken. Karte die nächste. Da unten gibt es wieder Mia. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Bereits. Ich habe bereits 7. So, das heißt, jetzt haben wir gleich mehr als die Hälfte. Wiedersehen. Na komm, rutsch rüber.
egal. So. Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte hier den machen. Da ist wieder Wasser. Da bin ich nicht so begeistert von. Ja, super. Ah, kann nur besser sein. Hopp. Aha. Da habe ich natürlich beides nicht eingesammelt. Weder die Waffe, die da... Boah. Weder die... Boah. Okay. Weder die Waffe, die da rumlag. Noch die Kirsche, die ich da drin gebräucht hätte. Aber dadurch, dass ich jetzt eh fünfmal... Nein. Ah, hier. Wenn ich mich schon nicht steuern kann, dann will ich wenigstens mich jederzeit irgendwo... wissen, wo ich hinschieße. Und Maschinengewehr klingt sogar noch besser. Ausgezeichnet, die habe ich sogar noch gekriegt. Das finde ich schön. Und ein... voll Kirschen. Finde ich auch gut. So. Das sagt die Karte. Die Karte sagt, geh weiter nach rechts. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Roboter da oben nicht so ohne weiteres durch die Gegend geboostet werden, weil wenn ich einfach von der Ferne her etwas geschickter. Und hier ist die Karte zu Ende, das ist auch gut. Das heißt, ich habe demnächst alle. Den wollte ich machen. 11 von 12 Mias, genau. Gibt es auf der Karte sonst noch was? Irgendwas, was ich gesehen habe? Stirb. Offensichtlich gerade nicht. So, und dann muss ich jetzt hier mal... ganz gemütlich. Na, dann warte ich doch noch einen Augenblick, bis der Sturm vorbei ist. Kann sie ja nur in Stunden handeln. Perfekt. Vielleicht sollte ich das so noch nicht machen, sondern so. Zack. Da rein. Und damit habe ich diese Karte erledigt. Wunderbar. Huh. Ich bin froh, dass das rum ist. Das Gebiet ist natürlich nicht perfekt bereinigt. Aber ich weiß ja auch gar nicht, was ich zusätzlich tun sollte. Vielleicht sollte ich zusätzlich alle Gegner töten oder sowas. Bekämpfen, besiegen, wie auch immer. Gut. Wir sind also quasi hier fertig. Wir können uns schon mal angucken, was es in der nächsten Karte wohl zu sehen gibt. Die nächste Karte ist hier. Das Biomech Hauptquartier. Das ist es. Das ist, wo Galdorf die Alien-Bodentruppen bzw. Bodenoperation
von kommandiert. Die Aufgabe hier ist einfach, geh rein. Also, komm in das Alien-Hauptquartier, bekämpfe Galdorf und nimm den Kristall zurück. Also, und eigne den Kristall wieder an, genau. Sei jedoch vorsichtig. Der Kristall kann irgendwelche Effekte auf Galdorf haben und kann ihm möglicherweise neue Kräfte geben, die ihn eben noch gefährlicher machen als zuvor. Und wenn das der Fall ist, dann ist es imperativ, also absolut unumstößlich wichtig, dass ich diesen Reality Crystal, also diesen Realitätskristall, so schnell wie möglich bekomme. Zurückholen. So, wir sind aber eigentlich schon wieder am Ende unserer Folge. Das heißt, in dieser Folge werden wir Galdorf noch nicht bekämpfen. Ich werde da eh übelst ablosen. Deswegen ablosen, genau, übelst verlieren. Deswegen sage ich für heute auf Wiedersehen. Ich danke schön, es war schön mit euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß, was ihr mir hier heute noch so tut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.